Wir sind bereits in die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre in den Himalaya hinausgezogen. Wir waren eine Gruppe von wirklich guten Bergsteigern in Österreich und da hat sich ein kleiner Freundeskreis gebildet, der dann bis herauf in die 80er Jahre eigentlich bestanden hat. Das war dann die Grundmannschaft, das waren Oswald Oelz, Reinhold Messner, Josel Knoll war damals schon dabei, dann ist gleich einmal der Horst Bergmann und der Heli Hagner dazugekommen und schlussendlich dann auch der Peter. Und so sind wir dann als Freunde eigentlich hinausgezogen in den Himalaya. Wichtig ist, dass wir uns gekannt haben, dass wir gewusst haben, was der andere schaffen könnte oder auch nicht. Und den Satz, den der Wolfgang geprägt hat, den finde ich sehr gut. If my friends are happy, I am happy. Durch diese außergewöhnliche Belastung, unter der wir gestanden sind, ja, weil wir haben ja kein Sauerstoffgerät gehabt. Wir haben ja natürlich schon dann gewusst vom Südgipfel an, wir schaffen den Gipfel. Und es ist bei außergewöhnlichen Leistungen, beziehungsweise bei Leistungen, wo du wahnsinnig müde bist. Ja? Wir waren ja müde, es war der Messner müde und es war der Havelaar müde. Wir waren natürlich durch diese Sauerstoffknappheit, nicht? Wo dieses eine Drittel Sauerstoffdruck, das man oben hat, das ist einfach wahnsinnig wenig. Wir waren schon ein bisschen Meschugge, das ist ganz klar. Aber wichtig ist eben, und das hat der Messner genauso, wie ich es hatte, wichtig ist, dass dann Dinge kommen, die man einfach intuitiv gelernt hat. Das war natürlich bei uns ganz eine andere Situation. Beim Reinhold und beim Peter, dadurch, dass sie wirklich ohne Sauerstoffhilfe gegangen sind, haben sie, war es eigentlich fast am Limit, würde ich Es sagen. war total am Total Limit. am Limit. Während bei Total. uns, wir sind wirklich in einem Glücksgefühl, in einem Hochgefühl, in einer Euphorie hinaufgegangen. Wir haben auch das Glück gehabt, dass wir wirklich ein gutes Wetter gehabt haben, wolkenlos und fast Ah, windstill, das was ist ganz selten ist am Wahnsinn, Everest. Und da war das natürlich dann ein ganz anderes Hinaufgehen. Und ich glaube, es hat wenige gegeben, die so lange am Gipfel gewesen sind, auch wie wir damals. Wir waren 1,5 Stunden oben Wahnsinn. und haben es genießen können. Fasziniert hat mich auch die Arbeit vom Hillary, der nach Wollte dem ich gerade sagen, Everest ja. die Sherpa gefragt hat, was kann ich für euch tun? Und sie haben dann gesagt, gebt uns Gesundheit und Bildung. Und der Hillary war der Erste, der dann angefangen hat, Schulen und Krankenhäuser und Wasserleitungen zu bauen. Und das habe ich dann auch ein bisschen aufgegriffen mit der Nepalhilfe Tirol seit mehr als 15 Jahren jetzt, wo wir auch eben Schulen gebaut haben, speziell jetzt nach dem Erdbeben, wo wir Krankenhäuser unterstützt haben. Auch das Hillary Krankenhaus war ja nach dem Erdbeben komplett zerstört, fast komplett zerstört. Und die Messner Foundation und die Nepalhilfe Tirol hat da für 250.000 Euro den Wiederaufbau finanziert. Und das macht uns schon ein bisschen stolz auch, dass wir sagen, wir können was tun. Aber letzten Endes ist dann alles, wie du schon gesagt hast, am Eingangs ist gut gewesen und wir haben gut abgeschlossen. Und es war eine sehr erfolgreiche Geschichte, letztendlich eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Ja, wir sind ja schon, oder ich bin auf jeden Fall Fan vom Filmfestival in St. Anton schon seit vielen Jahren. Und ich freue mich ganz besonders, dass auch der Film Zurück zum Everest, die Expedition 1978, gezeigt wird. Und würde mich narrisch freuen, wenn ihr auch dabei seid. Und ich werde natürlich auch versuchen, 25 Stauchte. Ich bin natürlich sehr viel beim Klettern, das ist für mich eigentlich immer noch das Wichtigste, Ja, das man wird die Steine Bergsteigen. ein paar tun. Schauen wir mal, ob ich schaue, dass ich es so einrichten kann, dass ich auch dabei bin. Und würde mich sehr freuen.